Herzlich willkommen hier bei Kampfgeist MMA. Khabib Nurmagomedov hat ja verkündet, dass er mit seiner eigenen Promotion Eagle FC nächstes Jahr in den USA durchstarten wird. Und das erste Event steht schon fest. Am 28. Januar kommt Eagle FC nach Miami. Dort wird Eagle FC 44 stattfinden und die ersten Kämpfer und die ersten Kämpfe sind schon bekannt. Als erstes haben wir Antonio Silva. Antonio Bigfoot Silva werden die älteren Fans von euch kennen. Antonio Silva hat in den letzten 13 Kämpfen einen Kampf gewonnen. Das letzte Mal, dass er einen MMA-Fight gewonnen hat, war 2015. Das war auf der Fightcard von Ronda Rousey vs. Beth Correa. Ansonsten hat Bigfoot einige Niederlagen einstecken müssen. 2017 war er im Kickboxen bei Glory. Dort hat er gegen Rico Verhoeven zum Beispiel verloren. Seinen letzten MMA-Fight hatte er im Juni dieses Jahr. Da hat er gegen Quentin Domingos verloren. Er kämpft gegen Tyron Spong. Also Tyrone Spong werden einige von euch kennen. Das ist auch ein ehemaliger Glory-Kickboxer. Seinen letzten Fight bei Glory hatte er 2014. Damals gegen Gökhan Saki. Er hat gegen Gökhan Saki verloren. Er ging später dann in das Profiboxen, ist dort auch WBC Latino Champion, hat ein paar Erfolge im Boxen feiern können. Ich kann aber nichts darüber sagen, wie gut seine Gegner waren. Dafür kenne ich mich im lateinamerikanischen Boxen zu wenig aus. Auf jeden Fall sehen wir Bigfoot Silva vs. Tyrone Spong. Ebenfalls unterschrieben hat Sugar Rashad Evans. Rashad Evans werden auch die älteren Fans von euch kennen. Er hat vor ein paar Jahren gegen John Jones um den Gürtel gekämpft. Das ist jetzt auch schon 9 Jahre her. Ebenfalls ein ehemaliger UFC-Fighter. Rashad Evans hat 5 Niederlagen in Folge in der UFC gehabt. Seinen letzten Fight hatte er im Juni 2018. Damals ging er in der ersten Runde K.O. gegen Anthony Smith und seitdem ist er auch kein Teil mehr der UFC und seitdem hat er auch seinen Rücktritt bekannt gegeben. Bedeutet also, Rashad Evans kommt nach 4 Jahren und 5 Niederlagen in Folge in diesen Fight zurück. Ebenfalls unterschrieben hat laut ESPN Reynan Barrau. Reynan Barrau galt früher als unbesiegbar, hatte eine wahnsinnige Winning-Streak. Das ist jetzt aber rund 10 Jahre her. Reynan Barrau hat aus seinen letzten 10 MMA-Fights 2 gewonnen und 8 verloren. Auch er ist nach 5 Niederlagen in Folge aus der UFC rausgeschmissen worden. Er hätte eigentlich dieses Jahr kämpfen sollen, das war letzten Monat erst. Er hätte kämpfen sollen gegen Tyson Duckworth bei einer unbekannten Promotion und sein Gegner ist einfach nicht erschienen. Also Reynan Barrau hatte sich vorbereitet, sein Gegner ist aber einfach nicht in die Halle gekommen. Der hatte da einfach keine Lust drauf scheinbar. Dann haben wir ebenfalls Ray Borg. Ray Borg, auch ein Ex-UFC-Fighter, hatte massive Probleme, aber mit dem Weightcut und Co. Sein Sohn war wahnsinnig schwer krank und deshalb hatte er da auch keinen Gedanken für UFC-Fights und Weightcutting und so weiter und so fort. Kann man auch nachvollziehen, keine Frage. Auch Ray Borg wurde irgendwann von der UFC rausgeschmissen. Das sind jetzt auf jeden Fall die Kämpfer, die Khabib unter Vertrag genommen hat. Und klar ist, auf Social Media, im Internet, da gibt es jetzt nicht unbedingt die Lobpreisung für sowas, sondern das erinnert doch ein bisschen an Bellator. Auch Bellator hat diese Ex-UFC-Fighter, die paar Niederlagen in Folge hatten und die UFC eben nicht mehr haben wollte. Und es gibt auch ein paar Widersprüche an sich. Also eine Seite hatte geschrieben, es gibt es beim UFC Fight Pass zu sehen. Eine andere Seite schreibt, es gibt es nur auf FLX Cast. Das ist so eine neue Streaming-Plattform, die extra für Eagle FC erschaffen worden ist. Die Arena ist auch noch nicht bekannt. Es wird eine FLX Arena in Miami scheinbar gerade gebaut. Und da dürft ihr das Ganze nicht mit dem Stadion von Miami Heat verwechseln. Miami Heat, die Basketballmannschaft, kennt viele von euch, die spielen in der FTX Arena. Aber nicht in der FTX Arena wird Eagle FC stattfinden, nicht im Stadion von den Miami Heats, sondern in der neu gebauten FLX Arena, über die man im Internet leider noch nichts findet. Ja Leute, das ist Khabibs Start in das neue Jahr. Ich bin da zwiegespaltener Meinung, also ich werde da jetzt nicht für Antonio Bigfoot Silva einschalten, auch nicht für einen Reynan Barrau und auch nicht für einen Rashad Evans. Vielleicht will man einfach diese großen Namen anlocken und dann in den Prelims gute Fighter reinstecken. Ja, ne, so eine Promotion, die lebt nicht von ausrangierten UFC-Fightern, sondern man braucht diese Ex-Fighter, die einen Namen haben, die steckt man da rein, damit die Leute einschalten und dann knallst du da gute, vielversprechende und junge Talente rein, die abliefern. Das wird vermutlich auch das Ziel sein. Man wird jetzt nicht 10 Events im Jahr machen und alle 10 Events kämpfen dann Ü40-Kämpfer. Und dann war es das mit dem Video. Was meint ihr? Seid ihr ein bisschen enttäuscht oder seid ihr mega heiß auf das Eagle FC Debüt? Schreibt es unten rein. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und damit bis zum nächsten Mal.